Real G, du weißt, dass das hier alles keine Mitch ist. So, heute zu Gast ist mein Bruder Mo Abdallah. Bei der letzten Folge habt ihr es sehr gefeiert und das freut mich sehr. Es freut mich, dass du auch wieder da bist, danke, mein Bruder. Ich küsse dein Herz, vielen Dank an euch, an die Sinan Army, an die Community. Salam alaikum an alle, schönen guten Abend und ich freue mich einfach, ich fühle mich hier sehr wohl, freue mich einfach wieder dabei sein zu dürfen. Danke Sinan gerne, für die Einladung. Gerne, mein Bruder, gerne. Was ist passiert? Was ist geschehen? Mo Abdallah hat das nicht kommen sehen. Ja? Erzähl mal, Mo. Jetzt, ich denke mal so, Freunde, ihr habt ja alle den Livestream mitgekriegt. Senat Gashi gegen Mo Abdallah ist jetzt offiziell eingetütet. Wir haben es hier im Stream so ein bisschen, sage ich mal, angeheizt. Ich will natürlich meine Prozente haben. Ist ja, ich weiß nicht, wie viel lässt du springen? Also, natürlich haben wir das so ein bisschen angeleiert, klar. Aber ich sehe schon, was du angerichtet hast. jetzt haben wir ja ein bisschen ein paar Tage Revue passieren lassen. Es ist ruhig geworden. Es ist der erste Flyer am Start gekommen, wo man jetzt auch sieht, Senat Gashi hat jetzt offiziell auch wirklich zugesagt. Mittlerweile hat er sogar schon ein, zwei Mal gegen dich geschossen auf TikTok, weil ich gesehen habe. Was eigentlich auch sehr lustig war. Lustig, ja. Ne? Wie siehst du denn die Sache jetzt? Ja, nee. Was dacht dein Kopf, Jani? Also ich freue mich auf den Kampf, wirklich. Ich finde das cool, dass du das hier angezettelt hast. Aber an den Tag, wo ich das so ein bisschen angezettelt habe, hast du dir gedacht, dass das jetzt wirklich so weit geht? Die machen da sofort ready? Also ich habe es mir gehofft, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so schnell geht. Ne? Und ich kann euch auch sagen, warum das so schnell ging. Weil nach dem Stream habe ich da nochmal angerufen und gesagt, ey, jetzt schnell, ready machen, Marlon. Mach keine halben Sachen jetzt. Wir haben das Live-Spiel. Krass. Der Marlon. Das war ja innerhalb von einem Tag eigentlich alles erledigt. Ich habe sofort Marlon angerufen. Ich habe gesagt, Marlon, komm, mach keinen Faxen. Zack, 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 zack jetzt hier. Hol den Senat aus Thailand zurück und reicht da jetzt. Ne? Und ja. Wahnsinn. Also ich muss dazu sagen, ich freue mich riesig auf diesen Kampf. Ich bin eine 1-0 im Boxen. Und wenn man so sich die Karriere von anderen Kämpfern, Profiboxern anschaut, hat sowas eigentlich noch nie gegeben, dass jemand mit einer 1-0 gegen so einen kampferfahrenen Mann kämpft. Er hat 26 Profiboxkämpfe und davon 23 Siege, 22 durch K.O. ist die Nummer 8 der WBC-Weltrangliste. Er ist ehemaliger Welt- und Europameister und deswegen, ich freue mich einfach riesig auf diesen Kampf, mich an so einem starken Mann zu messen und andere würden da sich erstmal 10 Aufbaukämpfe Aufbaukämpfe haben und dann jemanden wie Senat kämpfen. Aber wir wollen nicht den leichten Weg, wir wollen den harten Weg und ich freue mich einfach riesig darauf, an dieser Aufgabe zu wachsen. Ja, finde ich gut. Gute Worte auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ne, natürlich, du bist ja jetzt ins Boxen quasi neu reingekommen, aus dem Kickboxen, jetzt direkt gegen so einen erfahrenen Typen wie Senat Gashi, wird eine harte Nummer, denke ich, aber es wird auch eine geile Nummer. Warte, ich lese gerade, Sinan, warum kommst du nicht öfter auf TikTok? Voila, ihr kennt mich, ich bin sehr, sehr, sehr selten live auf TikTok. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß es nicht. Also wenn ihr Bock habt, ab und zu komme ich nochmal öfter live auf TikTok, bisschen Masrada machen, bisschen so, aber voila, ja, ne. Da ist sehr viel fitner, ja. Und wenn du bei TikTok, ich sag euch eine Real Talk zu TikTok. Das Ding ist, wenn ihr auf TikTok live geht, ihr werdet so reingezogen in diese Fitner bisschen. Und dann werdet ihr selber auch ein bisschen so Fitnermacher. Und ihr macht dann automatisch mit so Gruppenzwang. Der redet, der lacht über den, der macht Witz über den und du bist dann da drin und lachst. Und dieses Lachen ist schon so wie, ja Wallah, du hast auch gegen mich geredet. Richtig. Das ist sehr schwierig. Und ich möchte halt nicht in so eine Fitna reingezogen werden. Ich meine, sag euch ehrlich, TikTok macht Spaß, ja. Ich gucke auch manchmal die Sachen von den Jungs an, weil wenn ich manchmal nachts im Bett liege und so, machen die Jungs, die sind gerade live. Gestern war Bilal live zum Beispiel und ich guck da mal rein, kommentiere da mal ein paar Sätze, hör auf, fremd zu gehen, Bilal, und so eine Scheiße. Da war er mit so einer Frau online. Weißt du, ich mache dann so ein paar so Fitner-Kommentare aus Spaß, aber man kennt ja meinen Humor und dann war es das auch. Aber jetzt selber live gehen die ganze Zeit, ich weiß nicht. Aber ich guck mal vielleicht, weil ich sehe, ihr habt voll Bock, dann werde ich auf jeden Fall ab und zu mal öfter live auf TikTok gehen. Ich küsse euer Herz. Ja, meine Haare sind auch ein bisschen wuschelig, ich habe schon Kommentare gelesen. Ich war beim Friseur, ich habe die runtergeföhnt, ich habe kein Gel, deswegen
Armin Koi auf meine Haare. So, aber jetzt mal eine andere Sache. Bevor wir über das Boxen reden, wir werden heute auf Bösemann reagieren. Übrigens, der Bösemann, ein paar Leute haben mir geschrieben, irgendwas, der hat mit seinen Lebensgeschichte, irgendwas mit Krieg, irgendwas rausgeballert. Das werden wir uns gleich reinziehen. Irgendwas mit 2 Minuten Krieg. Gucken wir gleich rein. Manuelsen gegen Edmund. Ringlife. Sparring-Szene. Da bin ich echt gespannt. Da werden wir auch darauf reagieren gleich. Aber bevor wir drauf kommen, habe ich eine Frage an dich, Mo Abdallah. Du warst in Habes. Ja. Du warst im Gefängnis. Du bist wahrscheinlich der einzige Mann, wo man sagen kann, Khalas, der war unschuldig im Knast. Stimmt das? Das stimmt. Aber ich denke, es gibt noch mehr Leute, die unschuldig sitzen. Aber so, die wir kennen von Kanaken von Straße. Wir reden nicht von diesen juristischen Fällen in Amerika, 20 Jahre einer drin wegen Mord und diese Filme. Wir reden hier ein Libanese aus Köln. Also unschuldig im Knast halbes Jahr. Ja, was? So, Jani. In diesem Fall war ich auf jeden Fall unschuldig. Darf man fragen, warum du unschuldig im Gefängnis gesessen hast? Ja, das ist aber eine etwas längere Geschichte. Wenn ihr kein Problem damit habt und das hören wollt. Oder dafür sind wir hier. Dann erzähle ich euch die ganze Geschichte. Hau raus. Verweigere die Aussage, mein Lieber. Also, das war vor ein paar Jahren, als die Corona-Krise angefangen hat. Ich stand fest im Leben und hatte einen Vertrag mit... Rede einfach, wir haben Anwalt von Gazi, wenn was ist. Dann gehst du nicht mehr rein, keine Sorge. Die Leute wissen Bescheid. Okay, alles raus, hau raus. Wir haben den Anwalt von Gazi. Kann ich auch da passiert nichts. Da passiert nichts. Okay. Also, jedenfalls war ich damals bei ProSieben Sat.1 unter Vertrag gewesen und hatte feste Sponsorenverträge, stand fest im Leben, habe zu dem Zeitpunkt sogar studiert. Wusstest du das? Ich habe in Koblenz studiert. Warte mal. Du hast studiert? Ja. Bauwirtschaftsingenieurwesen. In Schule mäßig, nach Schule, dieses Studium nach Schule. Ja. Bewerbung schreiben. Ernsthaft? Was hast du studiert? Bauwirtschaftsingenieurwesen. Damit du deinen Körper besser verstehen kannst. So. Nein, warst du Student? Ja, wirklich. So. Der Labor-Student, Schokoran. Walla, Doktor. Auf jeden Fall, Leute, dann kam Corona. Die ganzen Kämpfe sind ausgefallen. Mhm. Ich sollte in diesem Jahr 3 bis 4 Kämpfe haben. Und das war ja damals meine Einnahme. Und hatte halt meine festen Sponsoren. Und die haben dann auch gesagt, ja, wir müssen jetzt Kurzarbeit, müssen das etwas kürzen, um zu schauen, wie sich das entwickelt, das Ganze. Aber trotzdem haben die mich weiter unterstützt, unter die Arme gegriffen und so weiter und so fort, um meine Träume zu verwirklichen. Auf jeden Fall habe ich ja auch einen Sinn für Geschäfte, legale Geschäfte. Geschäftsmann, ja. Auf jeden Fall. Und ich sage euch eins, kauft bei Mo kein Auto. Ich habe gar keine Ahnung von Autos, Leute. Gar keine Ahnung. Nur, ihr wisst ja, der Markt und der Preis wird durch die Nachfrage und Angebot bestimmt. Und deswegen war zu dem Zeitpunkt eine hohe Nachfrage an Masken. Der Maskenmann. Genau, ich war der Maskenmann. Jani, du hast dir gedacht, was ich mir damals auch gedacht habe zur Corona-Zeit, ja, wallah, ich verkaufe Masken. Aber dann habe ich mir die Sache sein lassen. Du hast dir also original Masken geholt? Genau, aus... Aus Chinatown. Ja, genau. Okay, also zum Festhalten, Freunde. Corona-Zeit, Profiboxer, Khalas. Keine Kämpfe, Corona. Was machen wir? Khalas, ich hole Masken aus China. Ja, so. Kriegen nichts anderes. Ich hole keine Boxhandschuhe aus China, ich hole Masken aus China. Ja. Jedenfalls haben wir dann uns da zusammengetan mit 2 weiteren Personen und haben dann unsere Kontakte spielen lassen, die auch Kontakte nach Asien hatten. Und die haben dann immer Flugzeuge eingeflogen aus dem asiatischen Raum voller Masken. Und wir haben die dann an große Supermärkte verkauft, wie... Ich will den Supermarkt jetzt nicht nennen, das war eine sehr, sehr große Supermarktkette und das ging dann auch sehr gut. Wir haben über 1 Million Masken in 3 Tagen verkauft. Du hast 1 Million Masken in 3 Tagen verkauft? Genau. Mo Abdallah, der Geschäftsmann. Digga, du hast 1 Million Masken in 3 Tagen verkauft. Ja. Hätt ich mal zu der Zeit eine Albumbox rausgebracht und die Maske in eine Albumbox gepackt. Boah! Nein, aber jetzt mal ernsthaft. 1 Million Masken in 3 Tagen? Ja, wirklich. Darf man fragen, wie viel du pro Maske Anteil gekriegt hast bei 3 Personen? Ich sag mal so,
Ich kann sagen, weil das auch öffentlich in jedem Zeitungsbericht steht. Die Zeitungsberichte können wir auch hier einblenden, wenn du das möchtest. Oh, krass, okay. Der Umsatz in 3 Tagen waren 3,5 Millionen Euro. Der Umsatz von den ganzen Masken war 3,5 Millionen Euro. Genau. Cousin, wie geht's? Habibi. Alles gut bei dir? Suchst du noch Sponsoren? ich brauche ein Auto. Nein, Digga. Okay. 3,5 Millionen Euro war der Umsatz von 1 Million verkaufter Masken. Richtig? Ja, richtig. Von diesen 3,5 Millionen, Jani, du 1 Mio, er 1 Mio, er 1 Mio, oder? Dazu sage ich jetzt besser nichts. Oder war das mehr so erstmal die Ausgaben? Jani, erstmal muss ja 1 Million Euro die Ausgaben von die Masken. Ihr habt ja 1 Million Masken gekauft. Genau. Diese Einnahmen mussten wir erstmal sagen, Khalas, haben eine Ausgabe. Hör dir zu. Dann kommt ein bisschen Para rein. Okay, Khalas, wir wollen nicht darüber reden, wer wie viel Geld ich kriege. Khalas, 3 Millionen Umsatz. 3,5. Tamam, 3,5 Umsatz. Genau. Dann hat Finanzamt gesagt, Shalom Aleikum. Wie, ihr macht 3 Millionen genau in 2 Tagen? So war das, genau so. Ehrlich? Ja, also dann sind alle Alarmglocken angegangen, der Kanake. Scheiß und auf Boxkämpfe, lass Masken rausbringen. Genau. Die schieben hier Millionen innerhalb von 3 Tagen hin und her. Wie geht das? Alle Geldwäschesysteme angegangen. Ich habe dazu auch eine Geschichte zu erzählen. Einer kam zu uns ins Lager und hat für 200.000 Euro in bar Masken gekauft. Ne? Der hatte die so mit Plastiktüten dabei und so weiter. Ne? Und dann musste ich ja überprüfen, ob das Geld echt ist. Bin dann zur Bank hochgefahren im Dorf, habe das Geld eingezahlt, weil wir keine Geldzählmaschine zu dem Zeitpunkt hatten. Jetzt pass auf. Butterbirne, Mo. Butter bei die Fische. Mo. Ja. Schade, dass wir uns damals nicht gekannt haben. Mo. Ich fick mein Leben. Ja. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ohne Scheiß. Bruder, du kannst doch nicht mal mit einem Tausender in die Bank gehen, dass sie dein Leben nicht schicken. Nein, die Bank hatte ja zu, es war irgendwie 2 Uhr nachts oder so. Ach so, okay. Dann bin ich in die Bank rein, ne? Aber trotzdem, du kannst doch keine 200.000 Euro in den Automaten einzahlen. Ich tue die so in den Geldeinzahlautomat, hat circa eine Stunde oder so gedauert, immer wieder reingetan, das Ding am Zählen, Irgendwann, Error. Das Ding. Zu viel Geld, Maschine genau. Ist am Arsch. Die Maschine ist kaputt gegangen, weil du nur 99.999 Euro einzahlen darfst. Ne? Dann ist die Maschine kaputt gegangen, aber das Geld war nicht weg, das war ja da. Ja, ja. Am nächsten Tag, wir hatten Wochenende, war Sonntag, Montag bin ich dann da hingegangen. Die so, ja, sie haben die ganze Maschine hier kaputt gemacht, was ist hier los? Ich so, ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, sowas müssen sie anmelden und so weiter. Gab einen riesen Tamtam, riesen Ärger, aber... Ich muss ja überprüfen, ob das Geld... Bruder, du kannst, ich bei aller Liebe, Mo, ich küsse dein Herz. Du kannst doch nicht mit 200.000 Bar, der ist schwarz auf Hand, Janne. Ja. Du kannst... Bruder, das war ja illegal. Sag meine Oma. Meine Oma von Iran, wenn die hier kommt, vom Steuerwesen noch nie was gehört hat, wenn die diese 200.000 in Tasche kriegt, die geht zur Bank. Bruder, warum gehst du zur Bank? Wir hatten ja alles offiziell, weißt du, deswegen ist ja nicht so, dass wir... Achso, du hast nur gedacht, Khalas, ich mach den offiziellen Weg, ich geh legal zur Bank. Ja, sowieso, weil es ist so viel Geld reingekommen, da haben wir gedacht, ist doch egal. Aber Bruder, jetzt weißt du, warum Finanzamt dich anruft und sagt, sag mal, was hier los ist. Finanzamt hat nicht angerufen, ja, nee, aber so auf diese Filme. Nach 3 Tagen ist das SEK eingestürmt. Mit 20 Mannschaftswagen hat die ganze Firma platt gemacht, die damalige Firma von meinen Kollegen. Und aber die ganze Sache ist schon gelaufen. Ja, ja, alles. Du kannst darüber reden. Ja, ne? Natürlich. Weil wenn ist zu abgefahren. Alles. Aber Gazis Anwalt klärt es. Alles vorbei. Okay. Jedenfalls, soll ich weiter erzählen? Erzähl weiter, Bruder, sorry. Ja, ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil die sind ja nicht bei uns 3 gleichzeitig reingegangen. Wir waren zu dritt, sind bei dem die Firma gehört hat, erstmal reingegangen und haben dem Bandenbetrug vorgeworfen. Und wir dachten ja, er war erstmal hier im Keller, ne, bei der Polizei, im Polizeigewahrsam und sollte dann den Haftrichter vorgeführt werden. Und ich hätte nie gedacht, dass der Typ in Urhaft kommt, weil das war ein fast 50-jähriger alter deutscher Geschäftsmann, eine laufende Firma, alles tipptopp. Wir haben das alles offiziell gemacht mit Rechnung, Banküberweisung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind die dann bei dem rein. Und ich sage mir, was geht ab? Und wir so voll am Mitfiebern, ja, der Typ ist so oft gegangen. Und ich mir, für was? Was geht hier gerade ab? Und dann 2-3 Tage später sind die bei meinen anderen Kollegen reingegangen, haben den auch mitgenommen, selbes Thema. Und dann habe ich die Liege gemacht.
Da bist du abgehauen? Ja. Ja, ich gehe doch nicht einfach so unschuldig in den Knast. Ich hab doch nichts gemacht. Dann hab ich die Fliege gemacht. Ja, was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Ganz ehrlich. Junge. Dann hab ich die Fliege. Was soll das denn? Stell dir mal vor, Mo macht die Biene in 2 Meter groß, wo will er sich verstecken? Und dann dachte ich mir, ich gehe doch nicht unschuldig in den Knast, wenn ich was gemacht hätte oder sonst irgendwas, dann würde ich mich stellen, aber war ja nichts. Ja, okay. Wir haben ganz legal Masken gekauft und die weiterverkauft. Ja, ja, okay, ist ja fertig, Ende aus, alles offiziell mit Rechnung über Banküberweisung und so weiter und so fort. Nur die haben uns Bandenbetrug vorgeworfen, organisierte Kriminalität und so weiter und so fort, volles Programm, Geldwäsche. Ja. Und dann bin ich abgehauen ins Ausland. Wo bist du abgehauen? Nach Holland. Der nennt die Flucht nach Holland. Ich bin ins Ausland. Ja, was ist nach Holland ist wie Frohnhausen. Nein, Bruder. Ist hier vorne. Nein. Ich küsse dann erst Holland Ausland. Ist Minimum Bruder, Griechenland. Ich wollte ja hier in der Nähe. Ich bin nach Holland abgehauen. Kurz mit Auto, so. Halbe Stunde rüberfahren. Nein. Voll die Flucht. Bruder, best Leben. Ich habe ja da also 7 Jahre gelebt und so. Deswegen, im Endeffekt, war das für mich auch in dem Sinne nicht so eine Flucht, sondern ich wollte einfach Abstand von diesem ganzen Gewinn und nein, ja, entspannt. Sein, okay, du warst dann in Holland. Genau, ich war in Holland. Du bist abgedüst, also hast die Fliege gemacht. Die Biege. Die Biege gemacht, genau. Wie kam das dann, dass du aus Holland quasi zurückgekommen bist? Oder? Ich habe bin natürlich meine Familie und so vermisst, ne? Wie lange warst du noch auf Flucht? So 6-7 Monate. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich natürlich meine Mutter vermisst, meine Familie vermisst und so weiter und so fort. Und ich hatte auch gar keinen Bock, die ganze Zeit mit dieser Ungewissheit zu leben. Ich will so eine Flucht, egal, für was denn? Ich habe doch nichts gemacht, weißt du, soll ich jetzt mein Leben lang fliehen oder was? Vor was denn? Und jedes Mal, wenn, ich habe die Anwälte eingeschaltet und so weiter und so fort, 3 Anwälte, die immer mit der Staatsanwaltschaft kommuniziert, ja, besteht ein Haftbefehl oder nicht? Nee, das können wir Ihnen aus taktischen Gründen nicht verraten. Ja, was denn? Jetzt hat der Abdallah einen Haftbefehl oder nicht? Können wir nicht sagen. Was? Ja. Eigentlich einen Haftbefehl müssen die ja offenlegen. Da waren ja, also das Ding ist ja, nachdem ich weg war, ist das SDK bei meiner Mutter reingegangen, ne? Okay, und, krass. Weil ich da gemeldet war. Und haben natürlich riesen Theater gemacht. Und das war natürlich auch ein Schock für meine Mutter. Haben da alles auch auseinandergenommen. Die haben ja alles. Die sind ja da komplett skrupellos, weil man die sowieso nicht erkennt. Und dann, nachdem wir fertig waren, meinte meine Mutter, ja, wer macht jetzt hier sauber? Meinte, ja, sie haben da nichts Besseres zu tun und so. Also die sind auch richtig unverschämt, ne? Davon kann ich dir auf jeden Fall Lieder singen. Ja, Bruder, dass die unverschämt sind, was ekelhaft ist, kann ich dir Lieder von weißt singen. Weißt du, 100%. Du wusstest ja ganz genau, meine Mutter war da, mein jüngerer Bruder war zu Hause. Und dann sagen die, ja, wenn sie uns nicht sagen, wo der Mo ist, dann nehmen wir den Zeit mit. Mein jüngerer Bruder. Voll. Ja, das ist so, die wollen natürlich, dass in erster Linie den Druck auf die Familie ausüben. Dann nehmen die den Bruder mit, dann vielleicht knickt die Mama ein oder der Bruder, der sagt dann, ja, okay, der Mo ist dann da und da. Ne, die wollen dann natürlich da so Fitna in der Familie machen, so dass du halt zwangsläufig dadurch auch Schaden erleidest, weißt du? Ja. So, okay, du hast deine Familie vermisst. Genau. Du bist selber aus Holland zurückgekommen? Ja. Hast dich dann gestellt? Ich bin zu meinen Anwälten gegangen und habe gesagt, ey, guck mal, wir wissen nicht, ob es Haftbefehl gibt oder nicht. Keine Ahnung, was los ist. Dann sind wir einfach zusammen zur Polizeiwache gefahren. Ne? Ja, hättest doch einfach gewartet, bis irgendein Bullenwagen dich anhält und dann hättest du rausgefunden, ob du Haftbefehl hast. Da haben wir ja so gemacht, dass wir dann halt nach Koblenz gefahren sind, okay, zur Polizeistation. Haben gesagt, ja, mein Ausweis da abgegeben, gesagt, ja, steht ein Haftbefehl oder nicht. Mann, die warten immer kurz. Haben die nachgeguckt und dann bin ich in den Keller gekommen. Ne? Okay, die haben dich festgenommen. Genau. Was war der Tatvorwurf? Organisierte Kriminalität, Bandenbetrug. Bandenbetrug, genau. Aber wie kommen die denn auf so einen, Weil die dachten, dass die Masken nicht zertifiziert waren. Aber die also es geht im Prinzip darum, dass der Staat nicht mitverdient hat und das ist wie beim Tabakgeschäft. Genau. Also. Banderole. Genau. Banderolen fehlen. Wir machen jetzt so Banderole. Danach hat der Staat sich auch dumm und dämlich dadurch verdient und viele Politiker auch. Ja, ja, die Politiker, es gibt ja einen berühmten Fall. Ein Politiker hat ja mit seinem Schwager oder seinem Freund, ich weiß das gar nicht mehr, ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, haben die wohl an die deutsche Regierung, wurde von irgendeiner Firma irgendwie 700.000 Masken, die Spanferkel. Ne?
hat er 700 oder 800.000 Masken verkauft. Man hat die Firma zurückverfolgt, kommt raus, hat seine Firma. Ja, ich weiß. Naja, also, da, naja, also. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wurde dann am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dann war da der jetzt, also damals der Oberstaatsanwalt für organisiertes Verbrechen zuständig war. Ich will seinen Namen nicht nennen, der ist jetzt muss in Rente. Ja nicht. Genau, der ist jetzt in Rente. Dann sagte er, ja, und dazu kommt auch noch Subventionsbetrug. Was ist denn Subventionsbetrug? Corona-Soforthilfe, weißt du? Ach so, ja, auch noch. Und dann dachte ich, hä, was erzählen Sie da und so? Und das war auch einfach total der Quatsch. Ich war, wie gesagt, hatte einen festen Wohnsitz. Ich habe studiert, ich hatte einen festen Arbeitsvertrag, Fernsehverträge, Sponsorenverträge. Ich war zu dem Zeitpunkt verlobt. Keine Fluchtgefahr wahrscheinlich? Keine Fluchtgefahr, absolut. Ich bin deutscher Staatsbürger, absolut keine Almani. Fluchtgefahr. Ja. Und dann sagen die, ja, hi. Ich ordne Untersuchungshaft an wegen Fluchtgefahr.